hier lang. Also draußen am Meer. Kein Wunder, dass er überhaupt tot ist. Und hier endet der Sumpf. Schade. Na gut. Ich mach mal mein Energieschild an. Und hab gar keinen Bock auf sein Gift. Stirb mal bitte. Und du auch. So. Perfekt. Gut. Dann ist hier leider nichts. Das ist natürlich schade, aber ich gehe nochmal hier so hin. Guck nochmal auf der Map, dass ich hier auch alles erkundet habe. Habe ich. Ich habe die Mine nicht eingetragen, ne? Egal. Weil die haben wir ja sowieso schon abgegrast. Und falls wir eine andere Mine brauchen, finden wir die schon. Gut, dann gehe ich mal hier die Küste entlang. Und ich wollte auch noch hier nachsehen, ne? Aber hier ist auch Sumpf. Perfekt. Das finde ich auch ganz praktisch so. Also die Karte ist viel übersichtlicher, wenn wir immer an den Küsten entlang gehen und somit die Grenzen der Inseln eintragen. Das ist viel besser, als wenn wir so kreuz und quer laufen und dann immer uns erschließen müssen, wo die Insel ist. Und es ist immer falsch. Also war bisher irgendwie, ich habe immer vermutet, ah, das ist bestimmt so und so. Und es war nie so gefühlt. Naja, gut, wie auch immer. Und auch hier finde ich das irgendwie sehr komisch hier, ne? Mit diesen, dass es hier so eckig ist. Und hier so. Sieht irgendwie strange aus, als ob das ein Fehler war beim Generieren. Habt ihr das auch häufiger? Oder liegt das einfach daran, weil die Map so einen hohen Pixelgrad hat, dass das einfach so aussieht? Früher oder später? Ich glaube ja, ne? Daran liegt's. So, Sumpf. Komm schon. Gib's mir. Gib mir die Minen. Aha, ne Monstrosity. Dich nehme ich doch mit. So. Oh, dann gehe ich mal hier hinter. Bis du bei mir bist, bist du schon längst tot. Nein, ich brauche ja nur noch einen Feuerball, ne? So, kriegst sogar zwei. Gute Nacht. Und ein Schlundegel auch noch da. Perfekt. Das gibt super Loot. Wie sieht's aus mit Inventar? Ja. So. Glibberbaum. Glibberbaum, so. Und da war noch einer. Sonst ist hier nix. So, hier. Gut. Fackeln, irgendwas? Nö. Dann erstmal an der Küste entlang. Ah, Schlundegel. Dich nehme ich mit. Wenn ich sie sehe, dann nehme ich sie mit. Wenn ich sie erst suchen muss, dann lasse ich sie bleiben. Weil ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit damit vertrödeln. Was heißt vertrödeln? Genau genommen ist die Zeit ja gar nicht vertrödelt, aber... Ich möchte trotzdem gerne mich jetzt bei jedem Einzelnen anhalten. Da ist eine Ruine. Die sieht ganz cool aus, tatsächlich. Würde ich gleich mal reingucken. Aber erstmal hier an der Küste. Alter, hier geht es ja noch voll weit. Da, das ist, geht bis hier noch runter. Krass. Schick, schick. Und eine Mine. Ja! Lobet den Herrn. Gepriesen sei der Vater in Ewigkeit. Amen. Ich darf aber übelst gläubig werden. So, warte mal. Hier wollte ich mal reingucken. Ach, so ein Ding. Die kenne ich schon. Stimmt. Ja, ja. Alter, verzieh dich. Ich gehe hier oben rauf. Ah, eine Truhe mit Gold. Vielen Dank. Und ein Schlundegel mit Stern. Oh, oh, mein Life. Kommt mal wieder runter. Hallo, hallo, ganz ruhig. Der Schlundegel hätte uns jetzt gekillt, ne? Beziehungsweise die... Oh, der hat ja auch einen Stern. Kein Wunder, dass er so ein Damage macht. Kannst du mal aufhören, bitte? Du nervst. So. Die sind immun gegen Brennen, ne? Glaube ich. Elementarmagie verbessert. Das will ich auch hoffen. So, die nehme ich mit. Schild gebrochen, dann verziehe ich mich mal.
Weil ich will sowieso nicht mit denen kämpfen, wenn die ewig nachspawnen. Gut. Da war noch eine Mine. Und zwar da. Da laufe ich mal hin. Wer mir immer noch folgt, den bringe ich um. Da ist ein roter Schleim. Den muss ich töten. Und da ist noch ein Schlundegel. Top. Gut, und die Untoten da bringe ich auch mal um. Und noch ein. Na komm. Bam! Kämpfe gefühlt nur noch mit dem Feuerball, ne? Außer wir sind in den Mistlands. Aber dieses Ding streut auch so übelst. Dafür sieht der Stab deutlich cooler aus, finde ich. Sieht voll Hammer aus mit dem, wenn er so auf dem Rücken ist. Sie sehen so richtig aus wie so ein überskillter Magier. Da ist immer noch ein Untoter und noch ein Sturmegel. Ja, mit deinem Stuff. Hä? Was ist denn dein Blutsack? Da. Und du stirbst. Dann bauen wir hier mal das Ding und ein Portal. Na komm. Kann ich eigentlich vergessen. Ist völlig egal, ob wir No Name oder Reise nehmen. So, wir laufen doch da hinten. Flauschi passt auf unsere Sachen auf. Das finde ich sehr cute. Gut, machst du das. Dafür kriegst du später ein Leckerli. Und dann nehme ich den sumpfigen Schlüssel. Und wir gehen zurück. Sehr gut. Aufgemacht. Und den Schlüssel wieder hingeschmissen. Zack. Und neues Glück. Ich hoffe, diesmal finden wir was. Das wäre sehr nett. Links. Hier, den mache ich damit dran. So. Hier haben wir direkt eine Kiste. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 20 Ketten. Nein. Verdammt. Gut, hier können wir die plörren. Das bringt nichts, ne? Oh, doch. Tatsächlich. Wenn das so ist, dann gucken wir mal. Hier ist wieder eine Kiste. Komm schon. Nichts. Gut. Hier ist, glaube ich, wieder so eine Podeststelle. Let's try. So. Oh, das ist sogar ein Durchgang. Nee, es ist so eine Podeststelle. Aber nichts drauf. Na, eine gute Kiste. Hier sind vier Pilze. Aber die gelben Pilze, weiß ich gar nicht. Die haben wir auch schon nach oben gebracht, glaube ich, ne? In den Speicher. Ich glaube, da haben wir mittlerweile mehr als genug davon. Aber wo wir gerade mal hier sind, kann ich sie nicht liegen lassen. Ihr kennt mich doch. Oh oh. Still! Das Geräusch, was sie auch machen, hört sich voll unheimlich an, finde ich. So, geht's da weiter? Mal gucken. Huch! Na gut, auszusehen, Ausdauertrank getrunken. Wenn es wenigstens jetzt noch was bringen würde, ne? Dass meine Ausdauer jetzt noch hochgeht. Aber das ist echt nur so ein Einmaleffekt. Beim Leben zum Beispiel hat man den Buff länger. Also man hat zwar maximales Life, aber wenn man dann Leben verliert, hielt es sich trotzdem noch ein Stück hoch, ne? Das ist bei Ausdauer nicht so. Das finde ich natürlich dreist. So, hier ist nix. Hier ist, glaube ich, auch ein Podest. So. He's hacking and smacking and smacking. You want a song? He just hack, smack, sharpen that meat. Butcher Pete. Oh, diese ganzen Songs von Fallout, ne? Die sind so geil. Ich habe einfach die ganze Zeit einen Ohrwurm davon. Von Radio Appalachia. Hat auch richtig Spaß gemacht, Fallout zu Let's Playen. Ich glaube, das mache ich nochmal. Einfach weil es so ein geiles Game ist. Also Fallout halt, ne? Ich bin echt ein Fan von der Fallout-Reihe. So, hier ist wieder eine Sackgas. Schade. Durch die Plörre. Durch das Urinwasser. Mmh.
So, dann hier. Hier geht's nach oben ins Nichts. Also hier ist zwar ein schlammiger Schrotthaufen, aber hier ist ein schräger Stein. Das heißt, hier geht's nicht weiter. Dann hier lang. So. Ein Draugr. Den machen wir platt. Oh, sogar eine Elite. Und hier war, glaube ich, gerade ein Spawner, ne? Den haben wir gerade schon vernichtet. Komm schon. Nein! Nicht eine Kette bisher. Ist natürlich mager. Hier ist noch ein Pilz. Und hier liegt Gold. Sehr gut. Immerhin. Wobei wir Gold echt nicht so viel brauchen. Ich glaube, hier ist ein Gang. Ich hoffe das zumindest. Verdammt, schon wieder den Trank. Weil auf 7 normalerweise die Spitzhacke ist, ne? So was, ich mach das jetzt mal. Halt. Stimmt, die ist eigentlich auch auf 8. Auf 7 ist normalerweise die Axt. Ich mach mal so und so. Komm. Was soll's. Hauptsache, wir haben den Lebenstrank da. Für den Notfall. Axt brauchen wir hier unten mit Sicherheit nicht. Ich wüsste nicht wofür. Da, vergiftet. Aber wir überleben es. Ich sollte was snacken, ne? Ja. Sicher, sicher. Sonst vergesse ich es nachher wieder, ne? Und dann hängen wir da. Und sterben wieder an einem Giftblock. Stirb! Hier geht's noch weiter. Ich muss mal kurz zurück zum Eingang und dort das Eisen hinwerfen. Hier lang. Und hier lang. Und hier hingeschmissen. Zack. Dann die, das, das. Außerdem Müll ist das und das. Ich schmeiß hier einfach mal alles hin. So. Top. Hier liegt sogar noch Stuff, den ich nicht aufsammeln konnte. Und jetzt kann ich es. So, hier lang. Da ist noch ein Gang. Bitte gib mir einen Lootraum. Mit 5 Kisten. Und in jeder Kiste sind 5 Ketten. Oh, das wäre so geil. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Oh, es ist ein Lootraum. Mit 0 Kisten. Sollte ich mal nicht so jinxen die ganze Zeit, ne? Bin ich selber schuld, wenn da nichts kommt? Naja, gut. Hier war nix. Hier vielleicht. Das ist ein Durchgang. Da sieht man's. Wenn ich so gucke. Huch. Na komm. So. So. Und den hier auch noch. Noch ein Lootraum. 1, 2, 2 Kisten. Keine Ketten. Und 3 Ketten. Ja. Lobe den Herrn. Immerhin ein bisschen. So. Und das war's. Da geht's nicht weiter. Das bedeutet zurück. Und es kann sein, dass wir durch sind, ne? Ah, ne, hier ging's noch. Und da. Wobei, da ist ein schräger Stein. Das, da geht's nicht weiter. Hier aber. Oder ist das auch ein schräger Stein? Das ist gerade schwer zu erkennen. Moment. Da gehe ich mal rein. Ja. Hier. Auch eingefallen. Gut. Ja, schade. Das war's dann. Aber wir haben immerhin 3 Ketten gefunden. Und das ist mehr als 0. Ne? Immerhin. So, kriegen wir alles mit? Nö. Wahrscheinlich haben wir hier auch wieder Müll aufgesammelt. Was schmeiß ich denn mal weg? Hier die Ketten, ne? Die brauchen wir nicht. Bernstein. Was schmeiß ich denn mal weg? Hier. So. Und wieder raus. Und dann auch direkt ins Portal gelatscht.
und den Stuff weggeräumt. Was deckt sich denn hier am wahrscheinlichsten? Der Schlamm. Den schmeiße ich da mal hin und nehme stattdessen den sumpfigen Schlüssel mit, um ihn zu sichern. Oh! Sieht auch sehr dunkel aus. Ich glaube, wir können gleich wieder pennen gehen. Dann schleppen wir uns mal kurz darüber. Den Schlüssel schmeiße ich lieber hier hin. Ich bin mir ziemlich sicher, wir finden noch eine Mine. Und hier unten. Hä, war Flauschi hier immer noch? Hat er die ganze Zeit hier gestanden? Ach, Süßi. Ja, tatsächlich, Flauschi ist das. Süß. So, warte mal. Ich gehe mal kurz hier unten hin und schmeiß das damit drauf. Und weil Flauschi so brav war, kriegt er jetzt mal kurz ein Leckerli, oder? Was mag er denn am liebsten? Hirsch? Wildschwein? Lachs? Nee, Monsterfleisch. Fisch mag er auch nicht so gern, ne? Eigentlich mag er am liebsten Lachsfleisch. Hier, komm. Hi, Flauschi. Du hast dir grundlegend etwas verdient. Komm mal her. So. Guten. Na, die soll nach hinten klappen beim Snacken. Wie dies kann man eigentlich sein? Sehr gut. Alles klar. Oh, jetzt habe ich schon wieder was aufgesammelt. Bin ich aber auch selber schuld, wenn ich das hier auf die Treppe schmeiß. So, und wir gehen mal kurz pennen. Es hat nämlich gerade die Nacht begonnen. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Ah, da sind wir ja schon fertig mit Schlafen. Guten Morgen. Und wir gehen wieder hinunter. Zapfi ist auch wieder da. Oh, der hat wohl oben was vergessen. Ist auf halbem Weg umgedreht und wieder nach oben gegangen. Ach ja, stimmt, da war ja was. Süß. So, hindurch. Dann zücken wir das Hämmersche. Das weg. Und den weg. Perfekt. Die trage ich mal ein und streiche sie durch. So. Jetzt bin ich allerdings hin und her gerissen, welche Küste wir... Ich gehe mal, glaube ich, erstmal hier hin. Dieses Stückchen Küste. So. Kommt bestimmt gleich welche. Da ist er doch. Ich wusste es. Ihr Hässlingen, könnt es nicht lassen. So. Dann hier lang. Glibberbaum eintragen. Ja, so ist richtig. Hier so. Glibberbaum. So. Perfekt. Und du stirbst. Und dann gucke ich mal kurz nach. Ich würde mich gerne auch gleich hier rüber schwimmen. Fahren mit dem Schiff natürlich. Ich glaube, wir gehen mal erstmal hier die komplette Küste bis zum Rand, um zu sehen, wie weit der Sumpf hier überhaupt noch weitergeht. Da ist wieder ein Glibberbaum und ein Schlundegel, habe ich gehört. Der mit deinem Blutsack. Zufällig noch mehr? Nee. Aber der da lässt uns nicht in Ruhe. Das ist echt ein Glibberwald, ne? Noch eine Mine! Ja! Perfekt! So, Glibberbaum im Wasser. Hier so. Sehr gut, da ist noch einer. Da so. So. Und hier ist eine Mine. Das ist natürlich top. Den Feuergeysir spare ich mir mal einzutragen. Und wir machen hier direkt wieder ein Portal hin. Und buddeln weiter, oder nicht? Bleibt ja nicht aus. Oh. Hat der sogar... Das ist ein grüner, ne? Der hat einen Stern. So. Perfekt.
Und da ist noch so einer. Und wir gehen kurz hindurch. Okay, das ging ja schnell. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass wir jetzt so schnell eine weitere Mine finden. Das freut mich auch so ordentlich. Her damit. Und hindurch. Und ich glaube, ich behalte den Schlüssel jetzt mal. Oder ist das eine dumme Idee? Nee. Ich glaube, ich behalte ihn jetzt mal. Beziehungsweise jetzt schmeiße ich ihn davor, aber... Ja, nee, wir müssen sowieso über das Portal bauen. Ne? Sag mal. Ja, nee, wir müssen sowieso immer das Portal bauen. Ich schmeiß den damit zu. Und wir gehen hinein. Zücken unsere Spitzhacke. Oh, die müssen wir auch allmählich mal wieder rappen, sehe ich gerade. Gut, hier gibt es nur einen einzigen Durchgang. Das kommt mir doch bekannt vor. So. Und hindurch. Aha. Wir haben wieder eine. Wir haben wieder eine. Mit nichts. Hier kommt die. Leer ich mal so gut aus, wie es geht. Nehm alles mit, was es gibt. Das ist nur dieses Eisen hier. Und das war's. So, leer. Warte mal, wie haben sie nochmal genannt? Die Mine des Nichts, ne? Dann nenne ich die mal... Hier, Wunder. Die Mine des fast Nichts. Nein! Moment. Mine des fast Nichts. Sehr gut. Ja gut. Das war jetzt ein sehr kurzes Intermezzo. Ich nehme ja den sumpfigen Schlüssel erstmal mit. Weil da müssen wir jetzt noch nicht durchs Portal wieder zurück, ne? Bei dem, was wir da jetzt gesammelt haben. Obwohl das Eisen... Was? Nur einen einzigen Eisenschrott? Der kann... Das Zeug kann hier bleiben. Das auch. Das Portalzeug mache ich mal hier hin. Ah ja, geht ja gar nicht. Ich mach mal so. So. Gut. Das ging ja schnell. Alter, da hinten geht's noch weiter. Also da meine ich. Kommst du mal her? Na komm. Sehr gut. Dein Gedärm kannst du behalten. Bevor ich jetzt hier unten weitergehe, will ich mal kurz hier gucken. Weil da sind wir jetzt schon so weit weg von... Und ich will gerne wissen, ob da, also wie da die Konturen des Landes sind. Halt! Dich habe ich gesehen. Ne? Tipp, wenn ihr Blutegel farmt, dann achtet nicht auf die Blutegel selbst, sondern achtet auf diese Wellen, die sie werfen. Ich zeige euch das gleich, wenn ich einen sehe. Weil daran erkennt man die sofort. Also, weil die sind manchmal so Hä? Hier ist ja direkt noch eine. Warte mal, ich wollte euch das mal kurz zeigen. Weil sonst sieht man die so gut wie gar nicht. Und so sieht man die sehr gut. Ja, hier ist es gerade leider keiner. Gut, wie auch immer. Gut, hier ist direkt noch eine Mine. Ich mache hier mal kurz das Portal hin. Oh oh. Von dem muss ich mich schützen. So. Lebt da noch was? Nee, ne? Gut. Portal. Hier. Und dann... Ja, schmeiß ich den Stuff weg. Also es gibt hier sowieso Sachen, die wir nicht brauchen. Die schmeiß ich mal hier hin. Das. Das eine Eisending. Komm, die schmeiß ich mal so und so. Und halt, das war zu vorschnell. Ich muss erstmal die Tür öffnen. Und dann schmeiß ich den Schlüssel dahin. So. Und hinein. Und ich habe diesmal hoffentlich ein bisschen mehr Glück. Sieht gar nicht schlecht aus. Wir haben schon mal drei Durchgänge direkt. Halt. Her damit. Und her damit. Gut. So.
Und Feuerball. Da nochmal rein. So. Noch ein Schleimling, das gibt's doch gar nicht. Alter. Halt, das ist eingekracht, oder? Ja. Da brauche ich gar nicht buddeln. Hier aber, da sieht man, dass es weitergeht. Da ist wieder so eine Lücke oben, ne? Perfekt. Das ist immer das Beste. Weil das bedeutet, entweder da ist ein Lootraum mit einer Kiste. Ist es auch. Oder es geht hier weiter. Und das tut es auch. Ist natürlich hervorragend. So, her damit. Da ist noch Gold. Das lassen wir auch nicht liegen. Pilze nehmen wir mit. Und hier beten wir, dass dort Ketten drin sind. Komm schon. Nein. Na gut. Uralte Rinde lasse ich da mal drin. Die brauchen wir ebenfalls nicht. So, hier ist eine Sackgasse. Oh, Alter, hier so reinschwimmen und dann ist da einfach nichts. Ich glaube, du machst dir die Mühe und, ne, dass du sozusagen den Mut hast, dahin zu schwimmen und dann bringt das gar nichts. Hier ist eingekracht. Schade. Hier geht's weiter. Top. So. Durchgebuddelt. Und wieder hässliche. So. Oh. Ah, Ketten. Eine. Jetzt habe ich die Kiste kaputt gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Immerhin eine Kette gefunden. Wow. Na gut. Oh, ich sehe es schon kommen. Ne? Im kommenden Update wird es dann irgendwas geben, wo es viel, viel, viel einfacher ist, an Ketten zu kommen. Und dann ärgern wir uns. Beziehungsweise ich mich. Und ihr freut euch, dass ich mich ärgere. Ich kenne euch doch. Die besten Videos, also mit die besten Videos, sind die, wo ich in den Mistlands übelst mich beklage, dass es so schwer ist und dass ich total oft sterbe. Das ist etwas, was ihr richtig gerne seht. Ihr seid doch gemein, ey. Weißt du, ich breche mir hier einen ab und dann ist es das, was ihr sehen wollt. Mein Versagen. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, das liegt daran, dass ihr selbst halt, wenn ihr das Spiel spielt, ebenfalls in den Mistlands natürlich den erhöhten Schwierigkeitsgrad spürt und deswegen es gerne seht, wenn andere genauso scheitern wie ihr, ne? Also, dass sie sich bestätigt fühlen, glaube ich, ganz einfach. Macht ja Sinn. So, ich schmeiß hier mal kurz das alles hin. Halt! Gedärm nicht. Gut. So. So, so. So. Das. Das, das, das. Ketten. Und das ist Müll. Gedärme und Pfeile, ganz ehrlich. Pfeile. Wer braucht das denn noch in diesem Game? Ach so, hier waren wir ja schon durch. Und hier waren wir schon links. Und hier ging es noch weiter. Nicht. Da war die Sackgasse. Hier geht es auch nicht weiter. Das habe ich weggeworfen. Dann hier links halten. Und nochmal links. Da. Damit wir uns auch ja nicht verirren. Ne? Das Prozedere sollte mittlerweile bekannt sein. Mit der Technik haben wir uns noch nie verirrt. Na doch, wir haben uns verirrt, wenn es sehr labyrinthartig war und wir weglaufen mussten und nicht mehr wussten, wo wir waren. Aber da haben wir uns ja auch kurzzeitig sozusagen auf unser System, also wir haben unser System sozusagen hinten angehängt, um zu überleben. Da ist es natürlich klar, dass unser System noch nicht funktionieren kann. So, hier geht's weiter, Gott sei Dank. Da sehe ich einen Raum oder einen Gang oder was auch immer. Hauptsache gut. Der Loot tut gut, wie ihr wisst. Eine Kreuzung. Ja, da geht's auch weiter. Komm schon. Gib mir 20.000 Ketten.